Meine Damen und Herren, die letzte Silberplatzierung dieses Jahres geht an eine große Bildungsorganisation. Von 2004 bis heute von 300 auf 1500 Mitarbeitende gewachsen. In 2004 wurden bereits eine Selbstbewertung durchgeführt. 2015 erreichte man Recognized for Excellence 4 Sterne und in 2020 über 500 Punkte. Unser Bewerber mit Hauptsitz in Berlin ist eine herausragende Expertise im Bereich webbasierter Trainings und hat die Initiative auf dem Pfad der Digitalisierung unterstützt. Unternehmer Heinrich Kronbichler hat ein werteorientiertes Unternehmen geschaffen, das sich unter anderem mit dem Ansatz der Gemeinwohlökonomie befasst. Meine Damen und Herren, wir sprechen über WBS Training AG. In 2020 Silber für die WBS Training AG. Die WBS Training AG ist einer der größten Bildungsträger in Deutschland mit mehr als 200 Standorten und einer Praxiserfahrung von über 40 Jahren. Etwa 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen laufend ca. 7000 Kundinnen und Kunden bei ihrer Integration in den Arbeitsmarkt und ihrer Aus- und Weiterbildung für die Arbeitswelt von morgen. WBS ist, wie der Leitspruch sagt, mit dem Herzen bei der Arbeit. Die Stärken. Die WBS Training hat eine starke Kultur entwickelt und ein am Gemeinwohl orientiertes Leitbild formuliert. Das zeigt auch im Alltag Ergebnisse. Ein Beispiel. Die Mitarbeiterinnen schätzen das unkomplizierte Miteinander von Mensch zu Mensch, den kollegialen Zusammenhalt und die positive Fehlerkultur. Bei WBS Training denken die Menschen in Lösungen und nicht in Problemen und sind gewohnt, Dinge einfach zu tun und auszuprobieren. Dadurch kann sich die Organisation bei Veränderungen schnell anpassen. Ein Beispiel dafür ist das in der Corona-Pandemie hochaktuelle Online-Lernformat WBS LearnSpace 3D. Der Lohn dafür? Die Bewertungen von Kundinnen und Kunden sowie die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung sind durchwegs hervorragend. Die Abbruchraten der Trainings sind niedrig, das Integrationsergebnis in den Arbeitsmarkt ist hoch. Auch die Trainer werden in Befragungen und Verbesserungen eingebunden und melden positiv zurück. Das Unternehmen erhebt zu vielen leistungsrelevanten Kennzahlen Benchmarks. WBS Training erreicht dabei eine respektable Position im Wettbewerb und zeigt nachhaltig positive Geschäftsergebnisse. Das sagen die Assessorinnen. WBS ist gut gerüstet, die aktuellen Herausforderungen zu meistern. Mit dem gezeigten Niveau sollte der Weg der WBS eine Erfolgsgeschichte bleiben. Herzlichen Glückwunsch zum Ludwig-Erhard-Preis in Silber. Jahre WBS bedeuten für mich, dass ich fast ein Drittel davon selber schon in der Firma bin, was schon sehr lange ist und wo ich mich sehr freue darüber. Eine Firma, in der man gut miteinander umgeht, wo man sich gegenseitig wertschätzt, wo man eigentlich gerne hingeht, wo man gerne arbeitet, wo die Arbeit auch Sinn macht. Unglaublich viel Zusammenhalt in der Firma. Menschen, die ich immer wieder gerne sehe und solche Momente wie hier bei der Firmenfeier, wo wir einfach echt Erfolge gemeinsam feiern. Für mich bedeuten 40 Jahre WBS erst einmal fast 10 Jahre WBS-Schulen, ein gemeinsamer Bildungsweg, weil ich durch die WBS in meinen jetzigen Job gefunden habe über eine Weiterbildung und ich bin immer noch dabei und es macht Spaß. Ich bin dieses Jahr auch 40 geworden und die WBS und ich, wir sind gleich alt. Das finde ich total toll und das verbindet uns miteinander. 40 Jahre WBS bedeutet für mich, dass ich schon seit 13 Jahren fast dabei bin. Und ja, dass es einfach eine ganz tolle Sache ist, dass es diesen wunderbaren Arbeitgeber und auch Träger, also Weiterbildungsträger, einfach so lange schon gibt. Ein ganz besonderer Spirit, der die Bildungslandschaft in Deutschland sehr, sehr positiv geprägt hat, sehr nach vorne gebracht hat, jeden Tag aufs Neue in diesen 40 Jahren Menschen mit Bildung gestärkt hat und das Ganze mit einer einzigartigen Herzlichkeit. 40 Jahre WBS bedeuten für mich absolut tolle Mitarbeiter, viel Spaß und viele zufriedene Kunden und eine einzigartige Erfolgsgeschichte.
Ich bin stolz auf das, was die WBS in den letzten Jahren, nicht nur in den letzten 40 Jahren, erreicht hat. Wir sind Schrittmacher in der Weiterbildung, wir sind innovativ, wir sind kreativ und haben ein herzliches Miteinander. Der WBS wünsche ich in der Zukunft, dass sie die Dynamik, die wir in der Vergangenheit hatten, eben auch weiter beibehalten kann und sich im Zweifelsfall auch immer wieder mal neu erfindet. Müssen die Welt verändern, tatsächlich, weil ich glaube, das ist so die Vision auch von unserem Vorstand. Ja, und dass wir einen guten Beitrag für die Gesellschaft leisten. Ich wünsche uns, dass wir genauso beweglich bleiben, wie wir bis jetzt gewesen sind, dass wir unsere WBS-Kultur bewahren, unser starkes Beieinandersein, unseren kollegialen Austausch und ja, das Arbeiten auf Augenhöhe. Dass sie als Gruppe mehr zusammenwächst und die ganzen Energien, die fließen, zusammenbündeln kann, um das Tolle, was in ihr steckt, richtig zur Entfaltung zu bringen. Dass wir weiterhin es schaffen, so ein attraktiver Arbeitgeber zu sein für unsere Mitarbeiter und Kollegen. Und dass wir es auch schaffen, möglichst vielen Menschen Bildung zu bringen und sie weiterzubringen in ihrem Leben. Dass wir die Zukunft mitgestalten und all das Spannende, was auf uns zukommt, tatkräftig anpacken. Dass wir weiterhin so erfolgreich agieren und dass wir sehr, sehr viele Kunden sehr zufrieden machen. Es ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die wir gemeinsam gestemmt haben und da können wir unglaublich stolz drauf sein. Und ich bin es vor allen Dingen, ich bin es umso mehr. Unterricht ist immer eine Teamleistung, also auch dafür herzlichen Dank, dass wir so eine tolle Teamleistung jeden Tag wieder erbringen können. Und wir schalten nach Berlin zur WBS Training AG. Joachim Giese. Schönen guten Tag, Herr Giese. Hallo. Schönen guten Tag zusammen. Grüße Sie. Herr Giese, ich habe was auf meinem Zettel hier stehen. Das würde ich gerne erklärt haben. Was heißt eigentlich Nip, Silt und Tun? Ja, das ist tatsächlich eine Philosophie, die wir schon lange im Unternehmen tragen. Wurde mir gleich auch am ersten Tag näher gebracht. NIPSILT ist ein Akronym für nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken und Tun spricht für sich selber. Das ist etwas, was sehr gut in Einklang zu bringen ist mit dem EFQM-Modell. Das ist sicherlich etwas, was uns damals auch auf den Weg gebracht hat. Okay. Und Sie sprechen über Tun. Eins haben Sie ja getan, schon vor längerer Zeit. Und zwar Ihre Kernkompetenz im Bereich webbasierter Trainings erarbeitet. Zahlt sich das in den Corona-Zeiten jetzt aus? Ja, es zahlt sich aus. Wir haben das vor 10 Jahren im Grunde begonnen und wir haben damals schon mit dem virtuellen Unterricht angefangen und dann kam die Corona-Zeit. Ich meine, Corona war für jeden ein Problem, ein Thema jetzt in der letzten Zeit. Da waren wir gerade in den Überlegungen, was würde denn passieren, wenn wir mal einen Standort evakuieren müssen? Und tatsächlich kam es dann ein paar Tage später so, dass wir alle Standorte räumen mussten. Und das konnten wir, weil unsere Teilnehmer schon das virtuelle Lernen gewohnt waren. 1.500 von unseren Teilnehmern waren auch schon im Homeoffice. Wir haben dann weitere 6.500 innerhalb einer Woche nach Hause geschickt. Und die haben dann ohne Unterbrechung direkt weitergelernt. Und Homeoffice für die Mitarbeiter war sowieso schon etwas, was viele konnten. Das ging auch ohne Probleme. Das heißt, wir haben es geschafft, mit 1.500 Mitarbeitenden das hinzubekommen, vor allem, weil wir alle ein Verständnis von Qualität haben, dass man eigenverantwortlich arbeiten muss und darf, vor allem, wenn noch ganz viel unklar ist. Und in dieser Corona-Zeit waren sehr viele Fragen ungeklärt. Wir mussten einfach handeln. Wir mussten schneller handeln, als es unsere Förderträger, Kunden und andere Entscheidungsträger uns sagen konnten. Und das war ein Wow-Moment. Ich glaube, in 10 Jahren werden wir noch an diesen Moment denken. In der Tat. Ich glaube, viele von uns. Seit 15 Jahren sind Sie jetzt nun Anwender vom Excellence-Ansatzes. Was hat denn das mit der WBS gemacht über die Zeit? Ich glaube, das hat uns eine ganz enorme Wirkung gebracht. Also tatsächlich ist es so, dass es eine breite Basis im Unternehmen hat. Alle Führungskräfte kennen das EFQM-Modell, haben auch schon vor vielen Jahren ein großes Plakat unterschrieben. Das hängt bei uns vor dem QM-Team. Übrigens hier an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an das QM-Team und natürlich auch an alle Mitarbeitenden, ohne die wir diese Auszeichnung natürlich nicht gewonnen hätten. Alle haben dieses Commitment unterschrieben und seitdem sind wir auch kontinuierlich gewachsen. Wir wachsen mit annähernd 10% pro Jahr und gehen da viel ganzheitlicher vor, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Also viel systematischer und viel ganzheitlicher. Wir sind in der Gemeinwohlökonomie
engagiert, erstellen regelmäßig eine Gemeinwohlbilanz und haben vor allem auch eine Sinnorientierung. Wir sind vor 5 Jahren auf eine Reise gestartet, wo wir erst in der Fläche und dann später auf der Zugspitze gemeinsam den Sinn erdacht haben. Und seitdem richten wir unsere Strategie nach diesem Sinn auch aus. Das heißt, alle unsere strategischen Überlegungen fließen dort ein. Und alles zusammengefasst ist das etwas, was wir dem Erfolg des Unternehmens damals auch zu verdanken haben. Also genau diesem strategischen Ansatz des EFQM. Schöne Bilder von der Fläche auf die Zugspitze zeichnen eine Reise nach oben aus. Die werden wir weiter begleiten. Ganz kurz Ihre Worte an die Belegschaft. Was haben Sie denen zu sagen? Ja, vielen Dank. Ich habe die Bilder von der Feier gerade nochmal genossen. Und das ist auch die Art und der Spirit des Unternehmens, Dinge anzupacken, auch so optimistisch in die Zukunft zu gucken. Und wir freuen uns darauf, wenn wir nächstes Jahr diesen Preis dann nochmal anders feiern können und überhaupt wieder feiern können. Und wir blicken sehr optimistisch in die Zukunft, weil wir wissen, wir können uns schnell an solche neuen Gegebenheiten anpassen. Vielen Dank an die Belegschaft. Und wir freuen uns mit Ihnen und danke Ihnen und herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung in Silber 2020. Vielen Dank. Vielen Dank.